Hallo Leute, herzlich willkommen. Auf den Kanal Sando Gaming und heute spielen wir mal wieder Contraband Police, die Demo. Und wir legen auch direkt los. Genosse, wir müssen in der Polizeistation Platz schaffen, also wirst du heute mitfahren. Deine Aufgabe ist es, die Gefangenen zum Arbeitslager zu transportieren und die beschlagnahmte Schmuggelware zur Polizeistation zu bringen. Unterwegs kannst du in Vlads Laden die Werkzeuge kaufen, die du für den Job brauchst. Okay. Gut. Zuerst kümmern wir uns um unsere bösen Jungs. Geh in die Arrestzelle und bring mit alle Gefangenen zum Polizeifahrzeug. Okay, dann machen wir das einmal mal. So. Gut, jetzt sammeln die Schmuggelware ein. Geh zum Polizeifahrzeug und öffne den Kofferraum. Nimm das Handtuch zur Hilfe, um den Kofferraum zu inspizieren. Okay. So. Hier findest du deine Polizeiautos. Sprich mit einem Mechaniker, um dein gewähltes Fahrzeug vorzubereiten oder zu reparieren. Okay. So, und hier ist jetzt das Lager. Wir prüfen. Ich habe ja gar nichts. Nimm die Schmuggelware direkt aus dem Lagerinventar oder nimm ausgewählte Artikel aus dem Lager. Da ist aber nichts drin. Wie soll ich denn da reinprocken? Habe ich das in meinem Inventar? Nee, habe auch nichts in meinem Inventar. Warte, wir gucken mal kurz hier in meinem Lager. Ich finde irgendwie nichts. So. Ja, hier ist es doch. So, zack. Dann ist nämlich mein Lager auch wieder leer. So. Und jetzt können wir nämlich auch zum Auto hingehen und das da reinpacken. Hallo. Mach jetzt die Tür zu. Ey. Wäre Geburt, die Tür zuzumachen auf jeden Fall. So. Jetzt Lager überprüfen. Überprüfe. Zack. Ja. Es sieht so aus, als wärst du bereit. Setz dich ins Fahrzeug. Besser halt Arbeitslager. Dort lädst du die Gefangenen. Das Ziel findest du auf der Karte. Auf der Karte. So. Okay, also ich bin da oben und ich muss hier einmal rum. Okay. So. Ja, ich brauche ja keine Sirene. So, das heißt, wir fahren jetzt hier rechts rein. Oder? Ja, jetzt einfach geradeaus. Bis zum Arbeitslager. Okay. Boah, ist das schwer hier mit dem Ding zu fahren, ey. Wow. Warte, ich muss mal kurz die Grafik hier ein bisschen ändern. Bild. So. So, jetzt sollte es besser sein. Hallo. Warum hupt der jetzt? Junge, was haben die hier alle für Probleme? Meine Güte. So. Jetzt. Junge, ich schaukel ja hier hin und her. So. Okay.
Dann müssen wir nämlich jetzt gleich nach rechts. Ne, wir müssen weiter geradeaus fahren einfach. Oh nein, sieht so aus, als hätte der letzte Sturm einen Baum umgeworfen und wir können nicht weiterfahren. Nimm die Axt aus dem Kofferraum und werde diese Hindernisse los. Okay. Gut, dass ich Äxte habe. Da, so. So. Gut gemacht. Jetzt zurück zum Auto und wir haben einen langen Weg. So. Fahren wir jetzt weiter. Und müssen nach rechts, genau. So. Alte Ruinen fahren wir jetzt gleich. Jetzt ist der Zaun weg. Muss man das checken? Na, hier ist alte Ruinen. Aber wir müssen noch weiter. Zum Arbeitslager. Dort müssen die nämlich dann hin, anscheinend. Immer. Okay. Machen wir kurz Sirene an. Okay. Ja, hier ist das Arbeitslager. So. Da sind wir doch schon. Okay, das ist der Ort. Halte neben dem Tor und gib dem Befehl, alle Gefangenen dorthin zu transportieren. Dann geht's zurück zum Fahrzeug. Okay, also ich muss jetzt hier zu dem Typen. So, ausgezeichnet. Wir brauchen immer neue Hände zum Arbeiten. Oh, ich habe 200 dafür bekommen. Besuche als nächstes Blattladen, um Werkzeuge zu bekommen. Denk daran, kein Werkzeug, keine Schmucklade. Ich soll Werkzeuge kaufen, aber ich darf nicht Werkzeuge und keine Schmuggelware. Ah ja. So, warte, wo ist das? Ey. Little Dings hier. Okay, müssen wir jetzt darüber. So. Och, Junge! So, und jetzt muss ich gleich dann nach rechts abbiegen. Junge, man kann mit diesem Ding nicht fahren, ey. Das geht nicht. So. Ah, dauert noch ein bisschen. Wow. So. Was ist denn mit dem? Habt ihr gerade gesehen, wie er nach links abgebogen ist, Alter? So. Gehen wir hier gleich nach rechts. Da, jetzt ist hier das Rechtsdings. So. Ah ja, jetzt ist hier die Brücke. 3,5 Tonnen da hinten drüber. So. Und dann muss ich nach da links. So, und dann muss ich jetzt noch Lots Werkzeug laden. So. Warum ist jetzt das schon wieder überlastet, Junge?
Ah ja, jetzt hier rechts. So. Zack, einmal Motor ausmachen. Zack. Moin. Oh, das bedeutet, dass du der neue Kommandeur an der Grenze bist. Mein Name ist Wladimir Nimschuk, aber man nennt mich auch Vlad. Ich verkaufe zuverlässige Werkzeuge, Waffen und Munition. Ich hoffe, du kommst besser klar als Dings. Okay. Werkzeug. Sollen wir Werkzeug holen? Ja, aber schon alles. Kaufe ich einfach mal das. Das war ein gutes Geschäft. Der letzte Halt ist die Polizeistation. Hier übergibst du die Schmuggelware. Okay, jetzt muss ich noch zur Polizeistation. Wo ist die? Kann ich einfach geradeaus weiterfahren. So, da muss ich gleich links abbiegen. Okay. So. Okay, noch weiter geradeaus und gleich muss ich links abbiegen. Müsste gleich so eine Kurve, so ein Dings kommen. Und jetzt, da vorne ist Friedhof und dann jetzt muss ich nach links. Okay. So. Und jetzt zur Polizeistation. Genau. Die ist ja da oben. So. War geil gemacht, muss ich sagen. Ist halt nur die Demo, ne, Leute? So. Nach links muss ich. So, und jetzt gibt es hier gleich einen Weg rechts rein. Jetzt ist das hier wieder überlastet, was auch immer. Ach, Junge. Das Auto kann echt nicht fahren. Moinsen, Jungs. In Ordnung, rede jetzt mit dem Officer Nabokov und übergebe ihm die gesamte Schmuggelware. Er kann auch alles direkt nehmen. Oh, endlich, ich dachte, du würdest nie kommen. Mein Name ist Nabokov und ich bin der Leiter dieses Lagers. Denk daran, dass illegale Waren nur an mich gehen. Denk nicht einmal daran, die schwarz zu verkaufen. Und wenn man bemerkt, dass das alles ins Land geht. Junge, gut, steige nun ins Fahrzeug und fahre zurück zum Gurnenposten. Okay. Scheinbar bin ich jetzt fertig. Gut. Polizeistation. Okay. So, einmal hier umdrehen. So, jetzt muss ich, glaube ich, nach rechts, ja. Okay, dann fahren wir wieder zum Grenzposten. Jetzt, warum geht der Sound denn immer weg? Ey, dieses Spiel ist so. Weil das liegt nicht am Spiel, das ist manchmal auch beim Bus-Simulator 18. Aber trotzdem, das geht ja einen auf den Sack, ey. Wir fahren gleich wieder über eine Brücke anscheinend. Na, da ist wieder so eine Brücke. Jetzt ist es wieder überlastet. Ey, dieses OBS, ne, womit ich das aufnehme, das ist auch dumm. Egal. So, und jetzt sind wir gleich da.
Eigentlich muss ich jetzt nur noch geradeaus fahren. So. Ah, da bin ich jetzt da. Da sehe ich doch schon den Grenzposten. So. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das heute gut gemacht. Wie du siehst, beschränkt sich deine Arbeit nicht darauf, ständig auf der Station zu sitzen. Okay. Noch eingepackt. Lass mich hier rein. So. Ah, jetzt darf ich sogar pennen gehen. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie noch andere Links. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.